Wieso kann ich mir den jetzt schon wieder nicht greifen? Schon wieder. Das ist doch... Er will wissen, wo das herkam. Hammer. Alles gut, alles gut. Ich sag ja, bisschen fummelig das Ganze. Aber wir sind vom Tisch geballert, haben nicht schlecht. Einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Ey, die Musik ist voll geil. Ist. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Richtig, Mexiko. Stützpunkt. Hol den Tequila raus. Burrito Time. Ey, ey, psst, psst, ey, ey. Okay, wir sind hier fertig. Wir können wieder zurück zum Helikopter. Sau einfach, ey. Ich dachte, wir treffen auf mehr Widerstand. Fuck, die haben dich vielleicht gesehen. Das ist nicht schlimm. Ja, ich hoffe, der Helikopter steht da. Ja, steht noch. Rein da und direkt wieder zum nächsten. Alles, was ich wollte, ist den von hinten packen. Es klappt aber nicht, wenn der sitzt. Dann poppt das Menü mal auf, dann ist es wieder weg, dann ist es wieder da. Alles gut, ich fliege. Dann komm, bevor ich ohne euch starte. Macht ja gar keinen Krach, so ein Helikopter, ne? Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen dem einmal. Keiner von euch. Ja, es hat schon was von der Serie Narcos, das stimmt auf jeden Fall. Okay, das nächste Ziel. Guck mal da. 5000! Das ist ja diese Nebenmission. Wir sollen den Treibstoffkonvoi stoppen. Dann machen wir das doch mal. Erreichen wir unser Einsatzziel. Ja, sehe ich genauso, Gas Mask. Schlecht aufgelöste Texturen, kann ich unterschreiben, ja. Sehr fummelige Steuerung. Alles wirkt sehr hakelig und so. Ich hoffe, die arbeiten da nochmal nach. Ansonsten kann das definitiv Spaß machen, auf jeden Fall. Zusammen, ja genau, ja. Fliegt noch höher. Angriff! Alles klar. Oh shit! Oh shit! Okay, wir wollen hier tiefer. Wir stoppen den Konvoi! Voll rein! Kill die, kill die, kill die! Werf eine Granate, komm! Oh, wir gehen gleich down! Mach das Teil. Scheiße, der Konvoi hat abgedreht. Raus, 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 raus. Die sind da drin. Ah, das könnte knapp werden. Nein, die fahren weiter. Ah, wir hätten eine Falle machen sollen. Verdammt. Die waren ein bisschen zu hoch. Zurück ins Operationsgebiet. Da, fuck, das ist doch Operationsgebiet. Ah, oh, die haben natürlich jetzt heftigen Widerstand hier am Start. Verfickte Scheiße. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ich komme da nirgendwo ran. Helikopter können wir vergessen. Zurückfallen. Ah, fallen wir zurück. Aber wohin? Wir haben immer ein Auto. Oh, das war knapp. Der arme Helikopter, genau. Ruhe in Frieden. Der Konvoi entkommt natürlich, aber... Hey. Moment, der ist wirklich entkommen. Der ist komplett entkommen. Also haben wir die Chance vertan. Auch nicht schlecht. Nämlich kein Missionsgebiet mehr. Der ist einfach abgedreht. Naja, wir hatten jetzt aber auch nicht wirklich die Sachen dabei, mit denen wir den aufhalten könnten. Aber hey, Splittergranaten vielleicht. Okay, merken wir uns mal. Rambo und so. Kannst du vergessen. Sauber. Sauber, aber richtig verkackt. Raus. Das gibt's doch nicht. Das war ein Zivilist, du Vollidiot. Das kann zum Spielende führen. Okay.
Ich brauchte das Auto, der ist einfach weitergefahren. Hier ist doch nichts. Oh, da wäre noch eins gekommen. Ich fahre. Nichts gesehen. Mann, steigt ein. Ey, die haben mit dem Soundtrack haben die sich ja mal richtig Mühe gegeben. Okay, dann fahren wir uns so. Moment mal. Was ist denn das hier für ein pinker Helikopter? Heißt das einfach, dass wir da einen neuen Helikopter haben, oder? Was heißt das mit den Akten? Ah, da können wir uns nochmal die Akten angucken. Alles klar? Einsätze, 1 von 6. Okay, dann werde ich mal ganz kurz das Ziel markieren. Was haben wir denn hier an Fragezeichen? Was soll das sein? Ein unbekannter Ort, okay? Das können wir alles noch erforschen. Da auch, unbekannter Ort. Da ist das Story-Einsatz-Ding. Dann werden wir erstmal hier uns die Aufklärungsdaten holen. Fahren wir dahin! Wir stehen da schwer bewaffnet. Was macht der? Gibt natürlich Gas. Wer kann es ihm verübeln, oder? Ist der Kopfschuss ja sicher. Oh, shit. Ich gucke einmal zu euch und dann ist das aber auch schon die Scheiße hier gelaufen und so. Ah. Musik ist geil. Oh Mann, was ist denn los hier, ey? Ich will auch nur hier die Straße benutzen. Meine Fresse. Oh, wir fahren richtig durch die dicke Stadt hier. Ach, das ist nicht gut. Was heißen die pinken Punkte? Ich weiß es nicht. Okay, konnten den Ort umgehen. Perfekt. Rest in Peace, Helikopter. Meerstraße. Und Meerstraße. Naja, fast nur noch einen Kilometer. Dann werden wir da nochmal zugreifen. Also, wenn das der normale Schwierigkeitsgrad ist, würde ich sogar schon sagen, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Gut, jetzt könnte man wieder argumentieren, du hast das FD. Nee, bist du verkackt. Ja, muss man auch ein bisschen mehr planen. Nice. Also wenn Resident Evil 8 kommen sollte, hoffe ich doch ganz stark, dass es dieser Teil wird. Dass es darauf aufbaut, wie auch immer. Bleiben wir hier unten an der Straße stehen. So. Raus da. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Da ist ein Sicario. Da, bei dem Heli. Da, bei dem Heli. Ich habe nichts markiert, das ist schlecht. Die Drohne ist unser Freund in der Situation. Ich glaube, wir können hier fast ungesehen rein und raus marschieren. Hier ist Ziel Nummer 5. Okay. Irgendwie ist da noch einer. Kacke. Ich dachte, hier ist ein Seiteneingang. Das ist nur eine Tür, die nicht... Da hinter uns ist auch noch einer. Irgendwer hat ihn bestimmt doch im Blick, oder? Ja. Heieiei, kann ich nicht hier hochklettern? Räuberleiter? Haben die an sowas gedacht? Ja, das sieht... What the hell? Wieso hat er mich nicht gesehen? Zeit, über dein weiteres Leben nachzudenken, Kumpel. Ach, sei ruhig. Sei einfach ruhig. Mal gleich am Schimpfen. Ich könnte hier auch durchs Fenster... Ah. Kann ich nicht da rein? Lässt er mich irgendwie nicht. Wie wär's, wenn wir die Gruppe auflösen mit einem Granateneinschlag? Oh, wenn der mit so nahe kommt, könnten wir den nehmen. Nahe am Heli. Der ist schon fast hinter der Mauer. Kann ich irgendwas Special-mäßiges machen? Nö. Das ist ein Treffer. Hey, der ruht sich doch nur eben aus. Perfekt. Die
kann doch nichts gehört haben. Die haben ihren Amigo gefunden. Ist nicht schlimm. Perfekt. Getroffen. Die wissen immer noch nichts, oder? Versuchen nämlich schon zu flankieren. Die meisten haben wir ja schön markiert. Nichts gesehen. Kann ich die nicht für einen Sinkkill fertig machen? Ja. Bereit, auf deinen Befehl. Hört sich gut an. Hau rein, mach ihn fertig. Feuer frei, Feuer frei. Erledigt. Keine Chance habt ihr. Ich glaube, die Splittergranate behalte ich nochmal. Wer weiß, wann wir auffüllen können. Ich gebe denen das Feuer. Granate fliegt. Rein damit, komm, egal. Zurückbleiben. Nein, Feuer an. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Verstanden. Da ist deine Kartellauszeichnung. Kacke, geh bloß in Deckung. Ziel am Boden. Den können wir doch auch ganz leicht austricksen. Wo will der denn hin? Die Ziele sind verdammt rar hier. Easy. Diese Seite ist sauber. Nicht ganz geschlichen, aber wie auch immer. Hitman Season 2 nicht schlecht. Wer hätte es gedacht? Treten wir die Tür ein! Okay, wir haben. Nachschub! Nachschub, Nachschub. Und noch ein paar Infos. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns. Mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Hoffen wir es. Noch ein bisschen Munition. Was haben wir hier? Punkte. Auf Santa Blanca viele von... Nicht schlecht. Wir haben 5 zur Verfügung. Ja, hier können wir auf jeden Fall die Drohne schon mal upgraden. Ah, ist aber nur Nachtsicht verfügbar. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Ja. Und dann noch Körper, kein Schmerz. Ja, warum nicht? Den verleiht. Was kann ich bei der Waffe nochmal machen? Da haben wir doch auch noch was. Waffe. Stabiles Zielen? Warum nicht? Komm, da haben wir wenigstens was geupgradet. Passt. Ja, das war's. Ich würde sagen, steigen wir in unser Auto und sind weg. Obwohl, wir nehmen den Helikopter. Der setzt sich diesmal bestimmt nicht in den Sand. Rein da. Komm mit. Wenn ich mitkomme, ist selber schuld. Lassen wir hier. Da müssen wir hin. Und da haben wir wieder einen Truck, den wir einholen können. Medikamentenüberfall. Sowas Dreckiges. Machen wir einen Story-Einsatz. Bis zum Knie. So groß waren die. 6 Jahre undercover. Das ist brutal. Was muss der alles Böses getan haben, um zu Engels rechter Hand zu werden? Oh, nicht da direkt reinfliegen. Holy shit. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Judy und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Als ob die das abgelesen haben, mal ohne Mist. So, landen wir das Ding hier. Unidad. Gefährliche Feindfraktion. Die Patrouillenstufe steigt. Aha. Und dann suchen die nach uns. Das heißt, wir sollten uns da reinschleichen. Die riesige Festung infiltrieren. Ich glaube, die sehen dich, sehr vorsichtig. Ehrlich?
Bam, scheiß drauf. Der Konvoi kommt hier ziemlich nah, aber der biegt nicht hier ab. Lass mir den ziehen. Sieh einen Soldaten, er ist allein. Im Innern des Bunkers. Die Drohne ist oben. Boah, das könnte schwer werden, da reinzukommen. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Alle Ziele markiert. Scannen wir den Ort. Das ist die Armadillo-Basis. Es scheint es auch ziemlich viel Waffen und Munition zu geben. Ich sehe einen Generator. Können wir es hier machen? Nur manipulieren? Einheiten anlocken? Okay, kommen aber nicht über diese riesigen Mauern. Das können wir knicken. Sehe einen Unidad-Soldaten. Im Bunker. Nee, wir müssen uns hier irgend so ein Loch suchen, wo wir rein können. Suchscheinwerfer sollten wir auch nicht wirklich begegnen. Hier drin werden die sein, ganz viele. Sieht gut aus. Okay, finden Sie den Unidad Hauptmann mit der Drohne. Das heißt, da oben sind die Schützen. Das macht fünf. Immer noch die Einsatzkräfte. Der sollte sich aber hier irgendwo aufhalten. Kann der Typ sich befinden? Da drin ist er nicht. Zu weit weg, verdammt. Nicht, dass ich entdeckt werde, vorsichtig. Noch ein bisschen Nachschub holen. Können wir noch mal eben starten lassen. Der muss sich doch irgendwo hier befinden. Noch nicht gesehen. Kann er sich vielleicht hier befinden, außerhalb so ein bisschen? Auch nicht. Ich will mich das ganze Camp ausschalten. Vielleicht in einer der Gebäude. Aber wenn ich schon sagen, mit der Drohne, sollte er sich doch irgendwo befinden. Ey, niederschlagen, nicht direkt killen. Ich höre die von überall gerade. Bisher ist es eigentlich ganz okay. Holen wir uns den Nachschub. Okay. Da ist auch nochmal dicker Nachschub drin. Wir könnten die killen, aber wozu, wenn die schlafen? Da sind Infos. Ich werde mich nochmal anders positionieren in der Basis. Vielleicht finden wir den Hauptmann dann. Aber bisher ist das ein total einfacher Walk in the Park. Fertigkeitenpunkte finden, Nachschubüberfälle finden, Rebellenoperationen finden. Sieh einen Soldaten, er ist allein. Ich will Fertigkeitspunkte. Ah, die Teamkameraden, die machen sich schon ein bisschen Mühe. Die sagen mir schon, wo irgendwas ist, aber nicht immer so effektiv. Okay, ich sollte mir eine sichere Position suchen und die Drohne nochmal starten lassen. Ja, die Basis ist leer. Ich kann hier rumlaufen, wie ich will, teilweise. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Haben ihn da oben. Guck mal sehe an. Sehe einen Unidad-Soldaten. Im Bunker.
Okay, finden wir einen Weg nach oben.